Der wohl größte Sohn von Gottesgab ist der erzgebirgische Sänger und Heimatdichter Anton Günther. In diesem Haus wurde er geboren. Sein Enkel Anton Lehmann, der heute in Klingenthal lebt, will die Erinnerung an seinen Großvater lebendig halten. Tja, Anton Günther, wer war Anton Günther? Anton Günther war der Sänger und Dichter des Erzgebirges und zufällig mein Großvater. Darauf bin ich sehr stolz und möchte das, was er geschaffen hat, immer in Ehren halten. Der Großvater wurde 1876 in Gottesgab geboren, in ganz einfachen, ärmlichen Verhältnissen. Es war so, dass es eigentlich eine schwere Kindheit war für ihn. Die Lehrzeit wurde etwas angenehmer, obwohl er seinen Traumberuf Förster nicht ausführen konnte. Er ging dann nach Prag und in Prag haben sich einige Gottesgaber getroffen, einmal in der Woche, heute wird man sagen zum Stammtisch. Und Vater hat das Heimweh immer wieder herausgefordert. Abend hat er sich hingesetzt, hat seine Gedanken spielen lassen und dort ist das erste Lied 1895 entstanden, Der Hamm ist der Hamm. Es war dann so weit, dass der Text fertig war. Dazu hat er selbst ein Motiv dazu gemalt, die Noten selber geschrieben. Und dann haben die Gottesgaber gesagt, Dörl-Heinz Dönl, da müssen wir mal ein paar Karten machen. Das Lied singen sie in der Gutzgo-Schuh. Und das war eigentlich die Entstehung der Liedpostkarte. Es ist von Bedeutung, dass jedes Lied, welches er geschrieben hat, eine andere Melodie hatte. Und seine Texte sind Wahrheit aus dem Leben, aus der Tierwelt, Heimatverbundenheit, Freundschaften. Diese Lieder haben ihn geprägt. Ich bin stolz, dass ich so einen Großvater habe. Und ich möchte mich verabschieden, wie mein Großvater immer gesagt hat. Einfach und recht. Geruht raus und nicht Schlacht. Der Hamm und ein Volk. Drei, es so will ich sein. Klick auf, man sieht sich wieder.